Nein, ach Mann! Ich hab geskippt, weil er erst... Mann, hör mir doch einmal zu! Er hat aber erst am Ende geschrieben, ich dachte, er schreibt... Ja, trotzdem! Ja, sorry, egal, egal, bleib bei mir, bleib Mann, bei mir. Mann, ey, ich hasse das, keiner glaubt mir. Hey Leute! Was geht? Kann ihr mit? Danja und... René, hallo! Und? Claudio und... Hello, und natürlich auch wieder mit euch. So, wir zocken heute mal wieder ein bisschen Among Us, natürlich wie sonst auch. So, wir starten direkt bei The Skeld mit der Standardrunde. Runde, viel Spaß. Kann ich dich einfach mal einmal als Imposter starten? Nur einmal. Ich gehe mal direkt zu Security. Und guck, was so abgeht auf der Kamera. Ich wette, mich erwischt es wieder als erstes. Okay. Orange ist da reingegangen, ist aber nicht mehr rausgekommen. Okay, ist wieder draußen. Ich muss jetzt hier gucken, wer hier vielleicht rauskommt, weil... Okay. Orange, wurde Orange gefunden? Entweder bei Storage oder Cafeteria, glaube ich. Oh. Ich habe reported, das war. Nein, das ist Electrical. Electrical, okay. Hm. Es war ein Stack-Kill. Und okay, ich, gut. Also, es können nur. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Anna war. Hast du es denn gesehen, oder? Ich habe es gesehen, ja. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob Lime auch in dem Stack drin stand. Aber, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Anna war. Danja ist safe, war bei ihr. Problem ist aber, du sagst gerade, das war ein Stack-Kill. Warum schreibt denn Gelb dann sowas rein? Weil Gelb mit mir zusammen bei Electrical war. Aber du sagst, das war ein Stack-Kill. Das heißt, du warst ja auch im Stack-Kill. Stack-Kill. Wer war denn mit dir alles da, Danja? Gelb war dort, Lime war dort, Orange war dort und Anna war dort. Weil Kahn, weil, guck mal, Danja sagt ein Stack-Kill, aber Luisa, also Gelb, schließt Danja aus. Das heißt, wie kann gut, sie Anna, ausschließen? Anna sagt ja, aber auch weil Luisa gerade war gar mit, weil Luisa war auch zu, mit mir zusammen bei Electrical, aber oben, dann waren ja die Lights aus. Du warst gar nicht im Stack. Ich war nicht im Stack, ich wollte gerade drauflaufen, also ich wollte gerade Lights mitfixen, habe aber gesehen, dass da schon mehrere Leute standen und hatte dann keine Lust, mich da dazwischen zu stellen. Ja, ist gut, okay, ich kaufe dir jetzt mal diese Geschichte einmal ab in dieser Runde. Danja, weil... Das macht schon, also so wie du es erzählst. Also ich habe jetzt für Anna gewotet. Ich auch. Ja, und Anna ist jetzt. Oh, aber Moment mal, schau mal, Kahn. Nur Anna hat dann ja gewotet, kein Imposter-Kollege. Tja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Anna war. Es kann natürlich auch sein, dass es Lime war. Das kann ich nicht zu 100% ausschließen, aber ich meine, sie hat sich bewegt. Ich habe leider die Bewegung auf dem Auge nicht so schnell wahrgenommen. Aber ich meine wirklich, dass es Anna war. Falls du es nicht warst, Anna, dann tut es mir leid. Ich weiß es, ich weiß es. Okay. René, wo bist du hingelaufen, René? Ja, ich bin reingelaufen, um zu schauen, ob da noch jemand ist, der gerade wegwenden wollte. Ja, wo war es denn überrascht. Überhaupt? Also die Person wurde gefunden bei Electrical, und zwar am Eingang, also nicht da, wo man die Lichter fixt oder wo man wenden kann. Deswegen war ich auch überrascht und wollte mal nachschauen, weil das ja schon ungewöhnlich ist, ob da noch jemand auf dem Weg ist und... ja, dann wurde aber hast du jemanden oben gesehen, René? Nee, leider nicht, aber ich bin auch erst bis zu dem Punkt gekommen, wo man Lichter fixen kann. Ich habe zum Beispiel nicht oben beim Vent gesehen, ob da noch jemand steckt. Ach so. Kam, wie das gewotet? Ich habe René direkt gewotet. Ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es René ist, weil ich meine, ich habe die Animation gesehen, wie die Figur noch, wie der Avatar umgekippt ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass es René ist. Ja. Khan? Ja. Als du und ich doch beide gemeinsam in Security waren, hast du ja gesehen ein bisschen, ne? Richtig. Da ist der Vent bei Medbay aufgegangen. Das habe ich keine Ahnung. Luisa war davor da, also Gelb war davor da. Das heißt, aber die ist mit mir da reingelaufen. Aber da ist der Vent dann aufgegangen, Tanja. Nein, ich sag, sorry, für mich ist es René. Tut mir leid, René, ja, aber alles gut. Genau wo also ich habe die Animation gesehen. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich meine, ich habe die Animation gesehen. Ja, ja, normalerweise ist René keiner, der guckt, ob jemand vantet. Also, nee, genau. Wenn ich Imposter wäre, dann hätte ich zum Beispiel dich auch gut erwischen können, weil als Lichter aus waren und wir da alleine standen, war das perfekte Gelegenheit, aber... René? Ja. Aber kannst du ruhig machen. Stopp! Wo hast du mich gesehen, wo die Lichter aus waren? Bei Security. Hä, da warst du gar nicht! Natürlich, doch, er war da. Ich stand direkt neben dir. Ja, aber ich war gar nicht in deinem Lichtkegel, du kannst mich gar nicht sehen. Doch, aber selbst wenn Lichter aus sind, dann kannst du so ein paar Zentimeter gucken. Nein. Natürlich. Glaube ich nicht. Es ist René. Es ist René. Wahrscheinlich ist es René wieder nicht, aber gut. Ich lasse es mal. Oh nein, ich bin hier direkt bei einem, Vent. Okay, Claudio, warum kommst du von hier? Weil ich hatte vor Claudio auch gerade ein bisschen Angst. Oh nein! Oh mein Gott! Finja! Wo, René? In Security, beziehungsweise auf dem Gang zwischen Security und zwischen Reactor, das schreibe ich jetzt auch nochmal eben. Dazu wahrscheinlich niemand. Tanja, wo warst du davor? Ich war die ganze Zeit mit Gelb unterwegs und ich war zuerst bei Weapons, hab Download gemacht und bin dann runtergelaufen und war jetzt gerade bei Admin. Also, bevor ich zur Security gelaufen bin, waren Claudio und Mimi, also Dunkelblau, auch bei Electrical, also einigermaßen in der Nähe. Muss natürlich nichts heißen, aber könnte natürlich theoretisch sein. Wobei mich schon überraschen würde, weil naheliegender ist natürlich, wenn man dann die Person erwischt und dann ventet. Ich habe Khan vor ungefähr 25 Sekunden noch am Leben gesehen. Da ist aber Cafeteria oben. Dann bin ich rein in Electrical zu René. Dann ist ja Khan weggegangen. Ich habe Danja und Luisa nicht gesehen. Finja und Mimi sind nach links gelaufen, wo der Kill stattgefunden hat. Das heißt, Danja, wir müssen uns zwischen den drei jetzt entscheiden, wen wir als erstes rausworten. Mimi, Finja oder René? Ja, also ich kann es. Ich würde René erstmal rausworten. Denkst du, René? Das ist auch logisch, weil. Khan hat mich gerade schon verdächtigt. Denkt ihr wirklich, ich erwische den jetzt und mache einen Self-Report? Okay, dann ist eigentlich schon, ja. Ja, also, kannst du gerne denken, aber ist leider falsch. Also ich weiß es nicht. Ich habe vorhin beim letzten Kill irgendwie schon so das Gefühl gehabt, aber ich habe keinen Grund dafür. Also keinen, den ich jetzt benennen kann, weißt du? Also ich skippe auf jeden Fall. Ich kann nur Leute. Luisa safe. Also ich habe jetzt gerade auch keine Ahnung, so weil... Ja, wir müssen halt jemanden rausvoten. Wir sind 6 Leute. Das bringt es jetzt nicht, wenn wir nicht, wenn wir abwarten. Gelb und Weiß haben geskippt. Ja, René. Tja. Es ist Finja. Ist egal, ist okay. Oh nee, das wird doch ein Stecke. Ich will da nicht hin.
zum Reaktor zurück. Hast du vergessen? Okay, dann habe ich die Tasks jetzt zumindest alle fertig, aber es ist noch ziemlich viel zu tun. Hier, gelb ist da. Also lange mit drin, doch richtig, weil jetzt wäre es ja schon vorbei. Das heißt, wer ist der Zweite? Dann ja schließe ich eigentlich aus. Electrical, okay, warte mal. Da wird jetzt ein Kill passieren. In Electrical wird jetzt ein Kill passieren. Ja, sollte jetzt klar sein. Es müsste Finja sein. Ich denke auch, weil ich glaube, Blau war die ganze Zeit in den Camps. Ja, es ist. Nee, er ist auch nicht einmal weggegangen. Ja. Tschüss, Finja. Aber gut gespielt tatsächlich. Ich hatte leider nur ein bisschen Pech, dass du jetzt noch zum Schluss zu mir gekommen bist. Warum hattest du das Pech? Nee, sie hatte das Pech leider. Ach dass so. Du noch zu mir kommst. Dann hätte ich ja, sonst nicht hättest du mich verdächtigen können, ja. Ja. Aber gut gespielt, Finja. Boah, wenn jetzt Mimi rübergewendet ist und kurz eliminiert hat und dann wieder rüber, das wäre echt lustig. Aber glaube ich nicht. Ja. Sehr schön. War es Anna auch? Und war es nicht René? Anscheinend. Nein, es war doch nicht René, sorry. Ja, sag ich doch. Ja, René ich ist doch gestorben. Ich hatte es aber auch irgendwie im Gefühl, dass du es warst. Nein, haben wir nicht. Wie soll das denn gehen, bitte? Wir haben René gewotet. Ach so, stimmt. Ach ja, stimmt, ja. Sorry, René. Bis gleich. Ciao. Bitte. Nein! Ich krieg echt zu viel. Danja, kannst du mich bitte schützen? Sei denn, Danja ist es. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich ein Stackkill. Doch nicht, okay. Ist es Anna schon wieder? Ich dachte, jetzt kommt ein Double Kill. Muss es nix sein. Okay. Kann René ist stumm? Nein, René ist tot. Ach, René ist tot, okay. Ich glaube, es ist Self-Report. Weil ich war gerade noch da. Ich bin gleich kurz vor Lights, also ich bin gerade beim Lights. Also, und René war gerade noch am Leben bei Simon's Says. Und ich bin zur Security gegangen, dachte, einer will mich killen und dann kam der Report. Ich gehe davon aus, dass es ein Self war. Du warst mit ihm da, Khan? Also ich bin da rausgegangen gerade und Nick hat gefaked und zwar die 1-2-3 Aufgabe. Wie hast du das gesehen? Schreib mal rein, Khan, am besten, weil... Wie hast du das gesehen, dass Nick die Aufgabe gefaked hat? Wenn die Kasper, glaube ich, nicht hochgeht. Weil wir glaube ja, ich... Ja, aber das kann manchmal auch dauern. Ja, das stimmt, dann hast du recht. Ja, aber ich glaube, er war das, weil wir waren zu zweit und in dieser schnellen Zeit reporten, also... Nein, der versucht das wahrscheinlich auf mich zu schieben. Reaktor, aber er oder schreibt nicht rein, dass du es bist, Khan. Das verwirrt mich gerade, weil er schreibt ja nicht rein, dass du es bist. Ja, er hat. Vielleicht rechnet er nicht damit, dass ich bei Lights Out das gesehen habe. Aber er schreibt aber auch gar nichts, ne? Zum Beispiel, er schreibt auch nicht rein, ich war mit Khan da. Das verwirrt mich auch gerade. Es kann auch sein, natürlich. Aber ja. Warum sollte ich so einen Kommentar abgeben? Nee. Ja, solange noch keiner was geschrieben hat. Ja, dann wäre ich doch ruhig. Ja, da hast du recht.
Also ich glaube, es ist Nick. Also alles andere trifft einfach nicht zu gerade. Weil René aber war gerade da noch. Aber du hättest es auch gewesen sein können, ne? Ja, ich kann es auch gewesen sein, aber das macht keinen Sinn, dass ich schon so aktiv kommuniziere. Karl, guck mal, was er geschrieben hat, kurz vorm Ende. Nein, okay, es ist Nick. Ich hab schon geskippt, Es ist Nick. Nein, okay, Ich hab geskippt, weil er erst... Mann, hör mir doch einmal zu! Er hat aber erst am Ende geschrieben, ich dachte, er schreibt... Ja, trotzdem! Ja, sorry, egal, bleib bei mir. Mann, ey, ich hasse das, keiner glaubt mir. Oh, Gott sei Dank. Okay, gut. Es ist Nick. Ja, ja. Vor allem auch, weil er die letzten 10 Sekunden dafür genutzt hat, uns zu schreiben, Karl killt René. Aber was bringt ihm das, wenn er das in den letzten paar Sekunden schreibt, ja, wo alle schon gewotet halt, haben? Ja, aber, nee, alle haben nicht gewotet. Schau mal, da haben 3 Leute danach erst gewotet. Ich vertraue dir jetzt mal, Karl. Also, nach dem Kommentar macht es für mich noch mehr Sinn. Daniel, nein, also Karl ist es nicht. Da bin ich mir sicher. Außer du bist es auch, Claudio. Nein. Ich würde doch nicht Karl wegen sowas beschützen. Doch schon, aber damit Karl, du einen Hovercar kriegst. Karl bringt dich bei 8 Leuten um oder bei 9 Leuten um und sagt dann, ja, in der ersten Runde schiebst du auf jemanden. Nein, das sowas mache ich nicht. Okay. Ich war noch vor einer Sekunde mit Anna bei Admin, aber ich habe sie halt nicht gesehen wegen den Lights aus. Der Typ in der Kamera muss es gesehen haben oder diejenige in der Kamera. Ich war nicht in der Kamera. Ich weiß aber leider auch nicht, wer da war. Weil wenn es Admin war, dann muss ich es sehen. Also ich war auch nicht da. Limette war wahrscheinlich auch mit dir, Claudio. Weiß ich nicht. Ich habe nur Pink kurz gesehen. Ich habe gerade zum Schluss, ich habe Finja oder Riri gesehen, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Riri hat doch reported, das ist das Problem. Ja und? Ich war bei Security. So schnell? Ah ne, wenn Riri reported hat, dann habe ich Finja, glaube ich, gesehen gerade. Ich bin aus Navigation rausgelaufen, dann habe ich Khan und dich gesehen dann, ja. Also ich bin reingelaufen. Also es waren ja ganz viel in der Richtung von Navigation. Ja. Ich dachte, da kommt irgendwie ein Kill oder so. Ich dachte auch, Limette ist einmal, weil einmal ist Limette mir entgegengekommen und dann wieder zurück. Aber ich glaube, da wäre der Kill auch schon passiert. Luisa war es at Admin, schreibt Riri. Aber das Problem ist, wie hat Riri Luisa gesehen, wenn die Lights aus sind? Na, wenn die nah beieinander standen oder wenn sie kurz vorher da war. Ich hab die beide nicht gesehen, zum Beispiel Danja. Das verwundert mich deswegen. Und da ist ja nur so ein kleiner Eingang. Admin, warst du bei Admin oder was? Ich war bei Admin drin, genau. Und Limette muss eigentlich bestätigen. Also dadurch, dass wir nur noch einen Post haben, würde ich eigentlich noch skippen. Ja, tatsächlich. Ich würde auch skippen, hast du recht. Weil es kommen noch zu viele in Frage. Ja. Ich glaube, Khan verkauft gerade sein Hoverboard an Claudio. Nein, wirklich nicht, Anja. Nein. Also der Imposter hat wahrscheinlich mich gewählt, oder war es einer von euch? Ich hab dich gewotet. Ich hab geskippt. Ja, danke, Danja. Ich glaube, du verhökerst gerade dein Hoverboard.
Es ist Riri. Meinst du? Ja, ja. Ich hab's gesehen. Ja? Ja, sie schreibt auch Kaulio. Ja, okay. Es ist Riri. Sicher? Ich hab's gesehen, Karl. Ich hab's gesehen. Ich bin von Madbay rausgelaufen. Das muss jemand beim bei Camps gesehen haben. Ich bin da hingelaufen und sie dachte wahrscheinlich, dass sie alleine mit Daniel ist. Da bin ich reingelaufen und Riri ist vorbeigelaufen. Aber hier steht, Claudio ist gewendet. Nein, Kahn, ich bin es wirklich halt nicht. Also wirklich, also vote mich, aber dann wirst du merken, dass danach noch Kills passieren werden. Ich bin es halt wirklich nicht. Oder sind die beiden Imposter noch drin? Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, also Kahn, wirklich, du kannst mir vertrauen oder nicht, aber Riri hat vor meinen Augen gekillt. Und das war die falsche Entscheidung. Viel Spaß. Weil jetzt wirst du merken, dass es weitergeht, Kahn. Viel Spaß. Ich verstehe es nicht, warum mir mein Freund nicht glaubt, aber ja. Tschüss, Kahn. Okay. Ich glaube, ich bleib bei Limette. Hier, ich glaube, ich bleib hier. Weil die beiden haben nichts gesehen. Oder sind beide Imposter noch drin? Wenn beide Imposter noch drin sind, dann ist es heftig. Nein. Jetzt ist es doch Riri. Versteck mich hier oben. Hier kommt meistens nie einer hin. Ich habe auch keine Emergency-Meetings mehr. Oh Gott, ich traue mich, meine Aufgaben nicht zu machen. Dabei sind, glaube ich, nur noch meine offen. Okay. Also Riri ist es auch nicht. Es kann sein, dass Claudio vielleicht doch Imposter war und der zweite Imposter-Kollege noch drinne ist. Ja, nur noch ein Imposter da. Ist es Luisa? No, ich habe ihn gar nicht, mich kennen kann. Okay. Gut, weil die beiden gehen gegen Orange, also ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dann muss ja doch, dann hat Luisa geskippt. Bitte. Yes! Sehr schön. Es war Claudio, ne? Es war Claudio, ja. Ja! Natürlich. Der hat mich auch gekillt gerade. Aber hast du da René gekillt, Claudio, in der ersten Runde? Ja. Ja, war ich. Oh, das habe ich gar nicht gemerkt. Vor allem, ich war ganz überrascht, dass das Nick gar nicht gesehen hat, weil er kam wirklich eine Sekunde später, aber dann warst du okay, wirklich... Okay, ja gut, weil ich habe nur Nick von oben gesehen. Ja, das ist manchmal aber so bei Among Us. Ich bin da auch immer nicht ganz so schnell mit meinen Augen hinterher. Nein, nein, René Leicht war noch, also ich konnte es gar nicht sehen. Okay, dann wollen wir mal. Soll ich jetzt wieder den Move machen? Okay, jetzt haben alle gemacht. Okay. Ich glaube, langsam weiß jeder, was ich hier mache. Frage Kahn gleich mal, weil er ist jetzt am Anfang, hat er kurz gewartet, bis er zu der Schlüsseltask gegangen ist. Das
könnte natürlich sein, dass er Angst hatte, dass ihn jemand reinlegen will. Finja? Okay, das muss Finja sein. Khan? Ja? Wer ist in den Camps? Du bist in den Camps. Ich bin in den Camps. Wer ist Ja, sag genau. Ich weiß, wer es ist. Wer? Ich sag's jetzt noch nicht. Ich sag's gleich, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja, aber du musst, ich wollte noch schauen, ob da vielleicht noch jemand raus, aber die Lights sind aus, deswegen konnte ich nicht schauen, wer das ist. Deswegen bin ich aber direkt umgedreht, hab reportet, bevor ich jetzt auch noch dran glaube. Also, René, wen kannst du saven? Nick, Mimi und René King, die waren gerade die ganze Zeit mit mir unterwegs, okay. Im Specimen, also die fallen für den Kill hundertprozentig raus. Ja. Khan ist auch safe, aber die ganze Zeit Camps, weil ich bin bei O2 runtergegangen, dann in Weapons, dann bei Edmund wieder rein, Camps waren die ganze Zeit dann, also er kann auch darin nicht reinwenden. Es ist Finja. Glaubst du? Ja, es ist blau. Wer ich hab's gesehen in den Camps. Khan, okay. Lass erstmal noch skippen, weil, lass uns schauen, lass uns sicher gehen. Es ist blau, ich weiß es doch. Hast du es auf Cam gesehen? Ja, sie sind bei Lifeline zusammen reingegangen und links ist dann Finja rausgekommen. Ja, die einzige, die jetzt noch übrig bleiben würde, wäre Anastasia. Die war... Sonst kennen wir dann sowieso keine andere Person mehr in Frage. Neben Office. Aber wer killt Danja? Ja, das ist echt traurig, wer Danja gekillt hat. Aber hast du es auf Cams gesehen, Khan? Nein, aber die waren eine Sekunde da und dann später bin ich auf links gegangen und da war Danja schon tot. Nee, weißt du, warum ich sage noch nicht voten? Weil man kann da reinwenden, deswegen würde ich noch warten. Ja, aber das, dann müsste Finja das ja gesehen haben, weil Finja war die ganze Zeit daneben. Ja, schade. Jetzt, vielleicht, wenn es Finja ist, haben wir Glück, aber wenn nicht, dann ist es schade. Sehen wir gleich. Finja, falls du es doch nicht warst, dann tut's mir leid. Sorry. Aber so ist halt das Spiel. Das wisst ihr. Ach man. Jetzt finde ich die ganzen Leichen. Okay, wo? Khan, ich höre dich nicht. Wo? Electrical. Also ich war ja bei Camps, hast du ja gesehen. Dann bin ich hochgekommen, da liegt jetzt Nick vor Electrical. Wieder Claudio. Okay, weil Mimi kam mir gerade auch entgegen. Also bleiben nur Anna und du, Claudio. Anna kann es eigentlich nicht sein, Khan. Ja, dann bist du es. Ja, okay, dann vote mich jetzt raus, dann mach das ruhig, Khan. Aber ich meine, Anna, es würde natürlich passen, dass du gerade Finja noch saven wolltest. Alles gut, vote mich jetzt, dann, aber Anna ist es nicht, René, für dich dann. Ja, aber viele andere kommen nicht mehr in Frage, ich meine... Alles gut, dann vote mich jetzt raus, aber ich bin's halt nicht. Anastasia... Ich bin's halt nicht. Also okay, dann vote ich dich natürlich nicht. Ja, da siehst du's, Claudio, du kommst von unten, nichts, verstehe ich nicht, warum ich dann vote, aber gut. Anastasia kann es, glaube ich, auch noch sein, vielleicht. Gut, stimmt, Anastasia kann es auch noch sein. Spielt natürlich auch immer sehr gut. Ja! Sehr stark, sehr, sehr stark. Yes! Ja, also es war tatsächlich am Anfang Finja.
Ich wusste, es war da bei Office, ne, bei Admin da. Ja, genau. Ja. Ich wollte da gerade die Task machen, da hat sie mich direkt... Och, Claudio, aber das tut mir ja leid. Und Claudio ist vorbeigelaufen. Oh, heute ist... Imposter läuft heute nicht so bei Claudio. Okay, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Oh. Mit Sammy zusammen. Schauen wir mal, ob das heute eine etwas bessere Runde werden könnte. Claudio hat mich gerade nicht runterrennen sehen. Ich muss wegrennen. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier ganz, ganz dringend weg. Kampf in den Camps. Zwei Kills. Okay. Oh, okay. Das ging schnell. Zwei Leute jetzt schon, das ist viel. Wie lange wird also, die Runde? Nicht sehr lange. Also vor dem Kasten von Electrical, meinst du, Claudio, richtig? Ja, okay. Vor dem Kasten. Dann Karl war eigentlich in Electrical drin, deswegen verstehe ich nicht, was gerade passiert ist. Dann kann ich Claudio, du warst doch vorhin bei Electric. Ja, klar. Electric, ja, ich, also ich war auch die ganze Zeit bei Camps. Die einzige Person, die ich saven kann, ist Anastasia. Ja, du warst die ganze Zeit bei Camps? Ja. Das kann nicht sein. Die Camps waren gerade aus, als ich in Electric reingegangen bin. Claudio, die Camps sind nicht aus. Doch. Claudio, die Camps können nicht ausgehen. Checkst du es nicht? Na gut. Und ja, guck mal, jetzt schreibst du extra Khan, es ist, dass die mich voten. Du, ich hab dich schon gevotet. Hotte Gurke muss übrigens in Weapons liegen, glaube ich, warte. Nee, in Communications. Warum weißt du das? Ja, weil ich davor, also in Communications. Ich hab davor meine Task gemacht mit dem Labyrinth und da hab ich seinen Namen durch das Gebäude gesehen. Das hab ich jetzt nicht verstanden. Ja, also ich bin's nicht, weil sonst könnte ich ja... Ja, ich skippe. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass du jetzt einfach so random Vote machen willst, weil falls ich Imposter wäre, würdest du dich richtig freuen, aber ich nein, bin nein, nicht du Imposter. Bist Imposter-Kan. Ey, ihr seid... Du bist Imposter-Kan. Dann ja, René, könnt ihr bitte mit mir mitkommen jetzt? Ja, können wir machen. Können wir machen. René, bitte auch. Ja. Es ist Kan, Leute, es ist Kan. Mist. Wo ist Khan? Hier ist Khan. Ich komme mit dir mit, Khan, okay? Oh, das tut mir ja gar nicht leid. Könnt ihr mich bitte saven? Ja. Ich schreibe Kahns Hass. Nein, wir können, nein. Wir können uns natürlich komplett rausnehmen. Ja. Okay, das heißt... Ja, okay, komm. Wie gesagt, Anastasia ist weiter safe. Deswegen ist es entweder Sammy, warum Mimi... Warum ist Anastasia weiter safe? Weil ich sie in der ersten Runde waren ja schon zwei Kills und sie war die ganze Zeit bei ihrer Task, habe ich über Camps gesehen. Dasselbe gilt für Nick, weil der bei der ersten Runde es eigentlich auch nicht gewesen sein kann. Das bedeutet Mimi oder Sammy oder beide. Ja, ich würde auch sagen Mimi und Sammy. Ich habe halt beide kaum gesehen, ich war jetzt ja gerade mit auch, müssen, aber es müssen Mimi und Sammy sein. Wollt ihr schon auf jemanden gehen oder wollt ihr? Ja, ich würde auf Sammy als erstes. Einfach so Gefühl? Ja. Oder hast du irgendwie Sammy mal gesehen oder so? Nee, also ich habe zum Beispiel auch nichts gesehen. Ihr seid Imposter. Vielleicht sind es auch beide. Ja, finde ich, glaube ich, sehr wahrscheinlich gerade. Aber nach dem Ausschlussverfahren müssen es eigentlich die sein. Oder ihr beide seid es und habt mich die ganze Zeit Nein, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Nein, ich bin so dumm. Was?
Nein! Nein, das kann nicht wahr sein. Ich bin so dumm. Es ist René und Mimi. Nö. Es sind René und Mimi. Safe. Mimi hat den Call jetzt safe, gemacht. Genauso safe, wie ich nein. in der ersten Runde Imposter war, ne? Ah, nein. Sammy, tut mir leid. Nein, ich bin so blöd. Nein, Sammy ist es, glaube ich, nicht. Danja, bitte bleib bei mir. Okay. Klar, kein Problem. Ich bleib bei dir, Kahn. Ich bleib bei dir. Kein Thema. Ich komme mit dir mit. Ich komme mit dir mit, Kahn. Alles kein Problem. Aber dann sei bitte auch so gut und beschütz mich, wenn ich jetzt hier jemanden killen will. Dann sei bitte so gut. Willst du jetzt auf Mimi oder René gehen oder was ist jetzt? Ja. So, was ist für dich der Grund, warum ich es sein könnte? Weil du zu schnell. Obwohl, du warst in der ersten Runde mit Nick, ne? Ja. Hat er dich denn bestätigt? Ja. Mimi sagt ja, okay. gerade, Anastasia oder Nick haben ständig sich da. Ja, aber dann Mimi, oder? Weil. Ja, ich glaube auch. Ey, wenn's also wenn Mimi nicht ist, dann habt ihr. Wenn's Mimi nicht ist, dann habt ihr mich sowas von hochgenommen. René, dein Unterton gefällt mir nicht. Ja, also wenn alle mit ihren Safes recht hatten, dann kann es nur Mimi sein. Guck mal, Anastasia hat auch gerade mit dem Unterton geschrieben. Also ich bleib bei Gelb. Ja. Ich auch. Soll ich wieder mit dir mitkommen jetzt gleich, Kahn? Ja, es sei denn, ja. Die Runde ist jetzt gleich vorbei. Hey, wäre cool, wenn ihr euch gleich auflösen könntet, damit ich euch einzeln dann erwischen kann. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Taktik, sowas zu sagen. Es gibt weitere Bewerber für die Gruppe. Ja, aber die Runde, die muss jetzt eigentlich. Ey, wenn einer von euch beiden das jetzt ist, ne? Oh, zwei Wurzeln. Ich glaube, du bist es. Weil beide Imposter sind noch da. Mich hat keiner verdächtigt, die ganze Zeit nicht. Achso, ich muss ja Kahn mitnehmen, warte. Wo ist Kahn? Da. Hey, warum wartest du nicht, Kahn? Warum wartest du nicht? Nicht? Ich soll doch mit dir mitlaufen. Hier mal jemanden killen. Ich muss jetzt mal was machen. Thank you.
Okay, ich glaube auch, Danja, du bist es. Wo? Ich? Ja, aber wo? Also mir kam, ich habe Anastasia gerade gesehen, ja. Ja, wo war's denn? Also. Ja, okay, ich gehe auch davon aus, dass du das bist, weil René war gerade noch mit mir und Nick oben bei Reaktor. Du warst aber mega lange mit mir ja, unterwegs. Ja, Danja, das war eine Taktik. Ich hab's verstanden, ist okay. Es ist Danja. Okay. Dankeschön, dass du mir so sehr vertraust. Das freut mich. Danke. Ja, oder ist es dann Anastasia? Weil Nick kann es nicht sein. Also, mir kam gerade du, Nick Nein, und Anastasia Nick, entgegen vom Reset. Ich war vorher bei Specimen. Mir. Es könnte entweder sein, dass du oder Nick jemanden gekillt haben oder Anastasia gerade. Ja, es muss. Also, wenn du es nicht bist, dann ist es Anastasia. Kannst du bitte voten? Ja. Ja, ihr geht jetzt sowieso alle auf mich. Ja, genau. Danke, Khan. Danke. Ja, es war jetzt richtig blöd, ja, weil du Anastasia gesaved hast vorher und sie kam da gerade um die stimmt, Ecke. Stimmt. Aber gut gespielt, Danja. Echt gute Runde. Wer war es denn mit dir? Sammy? Sammy, ja. Ja, okay. Ah, okay. Sammy. Also jetzt bis zu dem letzten Kill war es richtig gut. Da mega. Am Ende hast du dir gedacht, mega, egal, einfach nur René nochmal erwischen. Viel Erfolg, okay. Khan. Dir auch, Claudio. Dir auch. Viel Erfolg, Danja. Dankeschön, René, das wünsche ich dir auch. Crewmate. Nein, dann ja nicht. Ja. Mein Verdacht geht wieder auf Danja irgendwie. Nein. Hast du gerade einen Verdacht auf Ach mich? So, weil ich es gefaked habe, ja. Ach so, ja, das war, ja, was wisst ihr noch mehr? Aber gut aber aufgepasst. Wir hatten gesagt, wir machen die nicht mehr, ne? Das habt ihr gesagt, dass wir das nicht mehr machen. Hatten wir das gesagt? Ja. Ja, eigentlich schon, Claudio. Ach so, ja, okay, dann votet mich raus, aber ich bin es dann wirklich nicht. Ich da wusste das. Ich vote mich auch selber, sorry. Hast du verdient einfach. Nee, ich wusste es wirklich nicht. Ja, dann votet Claudio. Ich wusste es halt wirklich nicht. Danach hä? Dich, aber Karl. Wann haben wir es denn gesagt? Beim letzten wir haben Mal. Letztes Mal. Letztes Mal, ja, ich habe auch gerade. Habt ihr so im Nebensatz gesagt und jetzt bin ich wieder ein Geist, toll. Aber dann müsst ihr auch Khan rausvoten. Nein! Gerne. Okay. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin einfach nur nach oben gelaufen. Du hast doch rumgeschrien, es ist Danja. Zu viele Crewmates können wir nicht opfern. Wobei es schon krass wäre, wenn es jetzt wirklich einer von euch ist. Ich habe kein Problem damit, Khan und Claudio zu opfern. Mann, ey, egal, komm, nächste Runde, komm, Khan. Ja, jetzt muss aber auch Khan raus. Ich hab geskippt, ich schwöre, ich hab geskippt. Aber ey, wenn Claudio, wenn du jetzt wirklich Imposter bist, ne, das wäre so heftig. Nee, ich bin's nicht. Ich hab nur so getan. Nein, ich bin es nicht. Ich kann's nicht mehr machen. Ich bin es nicht. Hört auf, mich zu voten. Was ist? Nein, ich bin es nicht. Khan, es tut mir leid, aber du hast es dir einfach verdient. Raus mit ihm. Ach komm jetzt nicht mit dem traurigen Smiley. Du weißt genau, dass wir das nicht mehr machen wollten. Ihr ich hab's doch nicht gemacht. Versucht. Du bist doch mit der hingelaufen. Mann, sei du mal leise! Schlechter Verlierer! Die Stimmung kippt, sie ging. Ich glaube, es ist René. Ja.
Hat ja heute auch schon so gut funktioniert, der Verdacht. Ja, kann das auch bringt sein. Euch jetzt aber auch nichts mehr, der Verdacht. Ja, aber wir sind es beide ja nicht gewesen. Wer hat denn jetzt René gevotet? Ich. Achso. Ja, hat er gesagt. Schade, es wäre schon lustig gewesen irgendwie. Minus 20 Grad ist schon sehr frisch, ne? Finja, tu es nicht schon wieder, okay? Wirklich, René. Oh, das ging schnell. Das ging schnell. Das ging schnell. Aber wir haben ja auch zwei Leute direkt schon aus Prinzip rausgevotet. Ja, ja, aber siehst du, das war ein Fehler. Etwas einfacher gemacht. René-Fan! Hey, wo ist Claudio-Fan? Viele Grüße an dich, René-Fan. Naja, ihr macht das schon. Kann mich hier bitte wieder jemand rauslassen? Danke. Weapons. Mhm. Ja, ich glaube, Anna und Lime waren bei Electrical, wenn ich jetzt richtig bin. Okay. Wo warst du? Jetzt gerade war ich bei Upper Engine und habe dort den Treibstoff nachgefüllt. Ja, ich weiß, das klingt jetzt wieder ein bisschen verdächtig, dass ich René-Fans helfen kann, aber ich war tatsächlich mit ihm unterwegs in Electrical. Okay, also ich kann Lime saven. Danja, du kamst vorher auch bei Electrical irgendwann rein, ne? Ja, ich war auch einmal kurz bei Electrical. Ja. Also da war Lime auf jeden Fall safe. Da war ich lange mit Lime alleine. Ja, okay. Also ich habe Task gemacht bei Electrical und ja. Ja, weil schau mal. Claudia war ja in Shields, dann ist sie nach oben gelaufen. Das heißt, ach so, warte, Claudia gibt's auch. Ich dachte die ganze Zeit, jemand verschreibt sich. Nee. Nein. Aber habe niemand okay. gesehen. Schau mal, wenn Claudia O2 ist und keinen an sich vorbeigelaufen gesehen hat, dann ist es irgendwie ein bisschen komisch gerade. Hm. Weil ich habe Limette und Anna in Storage gesehen. René habe ich nicht gesehen, Daniel habe ich nicht gesehen, Nick habe ich nicht gesehen.
heißt Khan und Claudia Sass. Ja, aber ich kam von Cafeteria, ist doch klar, dass Claudia mich nicht gesehen hat. Tue ich jetzt nicht, aber ich meine halt noch für den Kill. Ja, aber also, ich bin ja von Cafeteria auch gekommen. Ja, klar, es wirkt halt Sass, weißt du, es kann auch jemand da gewendet sein, alles klar. Kann ja sein. Das stimmt wohl. Ist bei Weapons ein Dings ja, ne? Oben, ne? Also Daniel, René hat den Hinterkopf. Khan und Claudia Sass. Gut, sie wissen zumindest nicht, dass das Nick ist. Ach Mann. Okay. Wo? Oh mein Gott. Ist das also schon mal nicht? Ah, okay, Nick. Nick ist es also. Sagt zumindest René-Fan. Okay. Wo war es denn? Cafeteria scheinbar. Oh! Okay. Er kam von den Leichen. Guter Call. Es waren zwei. Super. Oh, okay. Cafeteria, wo war's? Warte, René, warum sagst du Cafeteria? Ah, da, Cafeteria, okay. Claudio, wo warst du? Ich war mit Limette im Reaktor. Okay, René, was mit dir? Ich war in Communications, allerdings alleine. Also auch wieder mit René-Fan? Nee, ausnahmsweise mal nicht. Der kann mich also leider nicht decken. Okay, gut. Sehr guter Call von René-Fan. Oh, ich hab keinen falsch geschrieben. Ah, doch, ich hab's richtig geschrieben. Ich würde an der Stelle Nick voten, tatsächlich. Weil ich kann Limette hundertprozentig ausschließen für den Double-Kill, wohlbemerkt. Ja, vor allem. Ja. Bei Cafeteria fällt's auch raus, dass man einfach erstmal weitergeht. Skip-Vote! Skip-Vote möchte Nick. Hat nicht so ganz geklappt. Nee, ich denke. René, vergiss aber Khan nicht. Vergiss aber Khan nicht. Ja. Herr Claudio ist einfach jetzt so auf mich drauf. Und tschüss. Okay. Warte mal, hat Limette nicht eben schon? Ja, also gecallt? Also das war gerade ein bisschen komisch. Also ich bin von Lower Engine gekommen, Richtung Electrical, dann ist Lower Electrical. Ach, dann ist Limette mir erst entgegengelaufen, also von Electrical weg. Und dann lag da Claudio, glaube ich. Und ist dann wieder zurückgelaufen und hat reported. Ich glaube, das muss nichts heißen, aber war auf jeden Fall ein bisschen komisch. Ach, du warst gerade mit Claudio? Ja, er ist bei Electrical reingegangen, ich bin Richtung Cafeteria gegangen. Oder du bist zu Medbay gewendet und dann in Cafeteria gegangen. Tja, das kann natürlich auch sein. Eigentlich muss mich auch jemand bei Admin vorbeigehen sehen. Also ich glaube, entweder du oder Anna. Jemand bei den Cams. Dann kann man sehen, dass ich an Admin vorbeigegangen bin. Ja, also für mich, sorry, wenn du es nicht bist, aber für mich spricht zu viel dafür, dass du es bist. Aber okay, gut, alles klar. Was spricht dann gegen Limette noch? Am Ende für mich vor allem, dass man eigentlich rauswendet bei Electrical und Limette ist nicht rausgewendet. Also ich sag Lime. Schauen wir mal.
Sehr gut. Aha. Ja, schade. Stark. Ja, aber ich weiß, was mich immer aufregt, dass die Vermutungen immer falsch sind und trotzdem ihr auf mich kommt. Bist du wirklich nicht gewendet? Nein, ich war im Vent, aber ich bin nicht bei Mad Bay rausgegangen. Ich war die ganze Zeit im Vent drinne. Ach so. Also ich habe einfach gesagt, ich bin in Cafeteria. Viel Erfolg, René. Danke, dir auch. Ich wünsche euch auch viel Erfolg. Ich sehe Claudio die ganze Zeit. Okay, Claudio kommt jetzt hier rein, geht Richtung Cafeteria. Bitte nicht. Ich finde, bei Navigation ist das immer ganz klar. Weil zum Beispiel Nick ist jetzt da reingegangen, er ist aber noch nicht rausgekommen. Okay, doch. Okay, ich habe Khan gefunden in Security. Mhm. Und habe da keinen gesehen. Anna ist direkt mir hinter mir gewesen, aber. Das ist nicht so gut. Bitte? Weil das ist jetzt nicht so gut, dass Khan weg ist, weil Khan war die ganze Zeit bei Camps. Ich habe die Camps angesehen und ich habe das Gefühl gehabt, dass jemand gewendet ist. Ich nenne jetzt den Namen nicht. Okay. Khan hätte es bestätigen können, aber er ist jetzt leider nicht mehr da. Aber kannst du es uns nicht zumindest sagen? Ja. Wer? Ja. Und dann sagt er nichts. Also, Danja, welche Aufgabe hast du bei Navigation gemacht? Bei Navigation habe ich die mit diesem Raketchen, was man so nach oben und nach unten. Aber du standest oben links. Du standest beim Download. Du bist aber nach 2 Sekunden wieder runtergegangen. Das verwirrt mich gerade ziemlich. Ich habe auch. Na, ich habe einmal das über dem Band gemacht und dann nebendran noch die. Ja, das ist Download. Download dauert 10 Sekunden. Du standest da 2 Sekunden. Nee, das stimmt nicht. Doch. Nein, das stimmt nicht. Okay, René, ich schreibe nichts in den Chat, René, aber hab das im Hinterkopf. Falls ich gleich weg bin, dann stande dann ja nur beim Navigation 2 Sekunden an Download. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge, glaube ich. Aber hast du denn den Download nicht gemacht? Ich hab den da. Ja, ist da überhaupt? Ja, da ist ein Download bei doch, Navigation. Da ist Download. Gute Internetverbindung gehabt. Also hab das im Hinterkopf, René, okay? Wirklich, ich habe diese Aufgabe dort über dem Vent gemacht und dann bin ich zu dem anderen Ding gegangen. Ja, dann die andere Taste. Es gibt 2 Aufgaben. Hast du den Download gemacht? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe auf dem Band gestanden, das weiß ich noch, und neben mir war grau. Also ich glaube dir, dass du den. Also ich glaube dir, dass du die Task gemacht hast, aber ich glaube, du hast nicht den Download gemacht. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, okay. Ich bin danach. Ich habe zwischendurch noch fünf andere Tasks gemacht, so wie du dich erklärst, glaube ich dir tatsächlich, aber. Ich würde eher sagen, das ist gerade so das klassische, man ist Imposter und versucht sich rauszureden, aber ich habe auch erstmal geskippt. Nee. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Jedes Mal wird irgendwas auf mich geschoben, weil ich irgendwas nicht in der Zeit erledige, wie sich die anderen das vorstellen, wie ich das erledigen soll. Entweder bin ich zu langsam oder ich bin zu schnell. Aber ich bin nie pünktlich.
So, Tasks sind erstmal fertig. Anna, warum machst du die Task nicht? Anna? Okay, was ist los? Warte ganz kurz. Du willst wahrscheinlich schreiben, dass Charlie die ganze Zeit hinterhergelaufen ist, ne? Nein. Achso. Es war ja gerade O2 Emergency. Und ich habe die Task bei so O2 gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass keiner die andere macht. Bin direkt runtergelaufen. Und Anna stand da schon. Und ich habe es trotzdem noch geschafft, obwohl ich vorher die andere Task gemacht habe, bei Admin reinzulaufen. Also es stimmt auf jeden Fall. Und die Task dann zu machen, weil Anna stand da schon fertig drin. Die hätte das locker schaffen können. Also das kann ich zumindest insofern bestätigen. Ich war ja in Camps, dass jemand bei der anderen Task reingelaufen ist. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe, aber dann wahrscheinlich Anna. Und hat einfach nichts gemacht, das stimmt. Aber... Ja. Ich will trotzdem skippen, weil schau mal, René, falls wir mit Anna falsch liegen, dann passiert nur noch ein Double-Kill, dann ist die Runde vorbei. Genau, wir sind 7 Leute und haben, ich weiß nicht, ob ihr noch viele Tasks habt, ich bin fertig auf jeden Fall. Ich bin fertig. Ja. Ich bin auch fertig. Dann müssen wir ja eigentlich das ganz gut gewuppt kriegen jetzt. Aber habt noch im Hinterkopf, René, was wir vorhin gesagt haben, ja, ne? Ja, ja. Super. Wer hat mich denn jetzt schon wieder gewotet? Ich hab dich nicht gewotet, ich hab geskippt. Ich auch. Ich gehe in die Camps. Ui, Anna. Warum läufst du hin und her, Claudio? Machst du da eine Show für mich? Das wird von dir. Ja, ich hab's doch gesagt. Das war nicht so clever. Nick und ich sind safe. Das war ja ein Double Kill. René und Tanja hat's erwischt. Oh, wie traurig. Limette war schon vorher draußen. Lena schreibt. Ja gut, dann gehen wir auf Lena. Wenn es jetzt Lena nicht war, dann haben wir echt... Warte, Charlie hat aber schon gewotet, bevor sie was schreibt. Nick hat gewotet? Oh nein. Selbst wenn es jetzt Lena nicht ist, wir haben keine Chance mehr, weil Charlie hat wahrscheinlich Lena dann gewotet. Ich muss jetzt Lena voten. Anna votet einfach auch, okay. Das ist echt schwierig. Green stand da doch auch. Wenn es jetzt Anna und Green sind, dann, dann sieht es nicht so gut aus. Nein. Ach, Gott sei Dank. So, ich halte mich jetzt an Nick. Komm, Nick. Das gibt er denn nicht?
Nick und Pink. 5, 5, 6, 9, 5. Richtig gut! Das war echt richtig. Ja, richtig, aber es war gut. Auch echt Boah, nicht so helle Claudio, von dir, du wurdest Claudio. So hops genommen! Was denn passiert? Ja, Anna hat einfach Anna gegen hat euch drei die letzte Runde noch gewonnen. Das war echt schön. Anna hat euch kaputt gemacht gerade. Boah, das war richtig gut. Also, das war wirklich nicht so helle ja. von dir auch, Claudio. Das Warum? War richtig gut. Wo lag denn jetzt der andere? In Edmund. Vor Edmund. Ah, okay. Okay, und auch eine etwas neue Gruppe, muss ich sagen. Dein Einhorn Guck ist mal, da. Das ist eine Evi. Evi und Fluffy. Zwei Einhörner sind hier. Evi ist doch Claudius Einhorn. Und ich bin direkt mit Evi zusammen im Poster. Das ist natürlich ausgesprochen schön. Warte kurz. Leute, bitte verfolgt mich nicht. Oh, Evi. Ups. Müssen wir aber ganz schnell hier wieder raus und hoffen, dass dort niemand ist. Nein, René. Ich kann René auch noch schnell töten. René, wo? René, ja? wie bist du ins Spezimen reingekommen? Von oben. Wo hast du denn dann gerade die Person? Das stimmt tatsächlich, weil René kam mir gerade entgegen. Ja, also ich habe Danja und Evi auf dem Weg getroffen zu Specimen Room. Wo hast du denn da eine Person gefunden? Weil ich habe das offensichtlich nicht gesehen, weil die Lights ja aus waren. Schaut mal. Lime stand vor Admin-Eingang, stand einfach so rum. Khan ist aus Admin rausgelaufen, ist dann wieder zurückgelaufen, hat seine Kartenswap-Aufgabe gemacht. Dann bin ich nach unten gelaufen, da lagen beide Leichen lagen in der Decontamination, beide. Wo ungefähr? Also eher sagen bei Lime und Khan oder was? Beim Eingang von Specimen, unten, René, direkt beim Admin. Ja, okay, dann, dann ist ein Imposter auf jeden Fall Danja. Ja, da sind Warum? Ja dann Khan, Danja und Evi. Wenn das ein Doppelkill ist, sorry, ganz kurz, René, weil Danja ist mit irgendeiner Person bei unter Admin reingegangen. Und wenn das ein Doppelkill ist, dann war Danja auf jeden Fall beteiligt. René, wer ist dir denn in Specimen entgegengekommen, René? Ja, hab ich doch gesagt, Danja also und ich Evi. Ja, okay, genau. dann ist es Danja und Evi. Ja, glaube ich auch. Also ich weiß nicht, warst du mit Evi zusammen? Mit einer Person warst du die ganze Zeit ja, zusammen? Ja, ich war mit Evi zusammen. Und wir sind gerade da durchgelaufen. Aber wir haben niemanden gesehen. Ach, ihr seid gerade durchgelaufen? Ja, es Khan und René, es müssen wir sind kommen. Wir sind ja, gerade... Es passt halt auch extra die Lichter ausgemacht, damit man die nee, wisst, nicht mehr sieht. Wisst ihr auch wieso? Weil ich an Lifeline war nur grau, tot. Und als ich runtergegangen bin, waren wir beide tot. Das heißt, ja, es müssen beide sein. Gut, vielleicht war es auch nicht Evi, weil Daniel jetzt weiß, dass wir sie erwischt haben, versucht sie uns vielleicht auf eine falsche Fährte zu locken. Ich glaube, du liegst doch schon richtig rein, also Evi auch.
Ja, gut, dass sie nicht. Gut, dass sie nicht wissen, dass ich es bin. Ich wollte sie jetzt etwas verwirren. Das ist doch Lime, wie ich anfangs vermutet habe, weil Lime hat, glaube ich, die Schlüsselaufgabe nicht gemacht. Wo war das jetzt? Ich muss nochmal gucken. Ich glaube, es war Lime. War es nicht hier gerade? Ah ne, Efi lebt noch. Okay, alles klar. Gut, dann muss ich Lime wieder schützen. Wo kann man überall wenden von hier? Weil Efi kam gerade aus Koms raus. Ja, ich glaube, es ist Efi. Okay, wo? Weapons. Okay, kann man von Weapons zu Koms wenden? Nein, man kann da nicht. Ja, okay. Wenden. Aber es muss sonst trotzdem Efi sein. Ja, sicher? Ja. Obwohl, warte mal. Ja, doch. Doch. Ja, wir waren mit Finja, Fluffy und Klari eben unterwegs, aber. Ich schau mal. Fluffy war mit Efi und mir bei Decontamination, als die Reaktoren angingen. Dann ist Efi trotzdem nach unten Specimen gelaufen. Dann waren bei den Reaktor du, ich, Fluffy und Finja und Klari halt. Ja, für mich ist immer noch Lime auch ein bisschen sus, weil in der ersten Aufgabe habe ich Lime nicht gesehen. Wie sie oder er sie die Schlüsselaufgabe gemacht hat. Tatsächlich, ja. Deswegen beide in Storage war sie. Storage nach. Stimmt das, Kahn? Du bist doch gerade Storage reingelaufen. Nee, war ich nicht gerade bei Labor da? Ich weiß gar nicht, wo ich gerade war. Sorry, tut mir leid. Schwierig. Also. Ich würde nochmal skippen. Wir haben ja nur noch einen Post, da gehe ich von aus. Schwierig. War es denn jetzt wirklich Danja? Eigentlich müssten wir tatsächlich flippen, einfach um sicher zu gehen. Oder bist du's? Da würde ich doch Danja nicht so verkaufen. Na gut, vielleicht bist du's und Efi. Weil ich glaube wirklich, Efi. Ich wollte jetzt Efi, aber ich schreib's nicht rein. Ich schreib also rein Efi. Also für mich bist du es gerade, weil in der letzten Runde hast du dann vielleicht den Double Kill gemacht mit irgendjemandem. Ja, aber okay, ich verkaufe. Aber gut, dann ist die Runde gleich sowieso vorbei. Aber nee, Kahn, schau mal. Wenn René Danja und Efi reinlaufen gesehen hat, dann ist doch klar. Und der Call von mir war ja eben auch wichtig. Oh, ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich glaube schon. Weil ansonsten, ja doch, ich müsste. Ach, so ein Mist aber auch. Ich wollte gerade noch zurücklaufen und René auch noch killen, damit er nicht reporten kann. Du und Efi? Es war nicht und Efi. Ja. Habt ihr den Double Kill da gemacht? Wir haben den Double Kill da unten gemacht und wollten dann. Also wir wollten dann nach oben gehen. Ich habe mir noch gedacht, Mist, wenn jetzt jemand kommt, mein Kill-Cooldown ist noch nicht abgelaufen. Ja. Und dann wollte ich wieder, dann habe ich René gesehen, dachte, Mist, jetzt musst du umdrehen und jetzt musst du ihn dir noch holen, aber. Tja, dann war die Leute, wieder eine super coole Runde mit euch oder super coole Runden, ne? Ich glaube aber, heute steht fest, dass unsere Zuschauer die Besten waren. Ja, definitiv. Ja. Also ich glaube, wir waren heute nicht so gut. Ja, definitiv. Nein.
Okay, Leute, wenn es euch Spaß gemacht hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Schaut auf jeden Fall bei Claudio und René vorbei, bei Zock mit mir. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.